Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich testen, wie leichtgläubig Leute sind. Und ja, ich fake mich selbst, wie schon im Titel gelesen. Genau, ich habe einen Account erstellt, der heißt Lucia Mouse Hunter. Genau dann, wenn ihr ein Video aufnimmt, fahren 10.000 Autos vorbei. Genau. Das kann jetzt nicht wahr sein. Nachdem ich dann auch das Pferd fertig erstellt habe, werde ich mich auf Server 18 befördern und dann mal schauen, wie leichtgläubig die Leute sind. Ja Leute, begrüßt mal die neue Lucia Mouse Hunter mit ihrem Pferd Nordlicht, also Northlight. Es tut weh, sich selbst zu fake, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich jetzt hochgelevelt auf Level 2, damit ich nicht ganz so Anfänger-Style bin. Ich werde erstmal anfangen, Leute als Freund einzuladen und erstmal fragen, ob sie mich kennen. Ja, wenn sie mich kennen, dann kann ich sie verarschen. Wenn nicht, dann nicht. Ich lade einfach mal ein paar Freunde ein. So ganz, like, normal style. Okay, wir haben hier eine Freundin. Ich frag's mal ganz nett. Ich schreibe einfach ganz nett mal Huhu. Ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, kennst du Luciana Lionsister? Ganz, ganz direkt. Also klar kennen mich viele nicht, ist auch klar. Ja. Sie kennt mich, scheiße. Nein, sie glaubt's einfach. Nein, Diana. Oh lol, hey. Nein, sie glaubt's einfach. Also an alle Leute, ich habe nur zwei andere Nebenaccounts. Und zwar heißen die Sheila Summerway. Und der zweite Account heißt Mandy Puppy Ray. Und dann noch mein Hauptaccount. Der Account habe ich jetzt erstellt für das Testvideo. Aber Leute, bitte, ich bin auf dem Account nie mehr online. Ich spiele jetzt einmal auf dem Account, um das Testvideo zu machen, damit ich nicht auffliege. Leute, bitte glaubt sowas nicht. Ach du Scheiße. Okay, die Liebe hat es jetzt leider geglaubt. Ich muss leider sagen, weil ich dachte halt nicht, dass Leute so leichtsinnig sind. Ja. Ich schreibe ihr nochmal Hi, ich frage sie auch gleich. Also Diana, liebe Diana. Grüße gehen an dich raus. Du bist Level 21, du hast sogar ein höheres Level als ich. Bitte das nächste Mal nicht glauben, dass ich das bin. Das bin ich nämlich nicht. Aber ja, Grüße gehen an dich raus, meine Liebe. Und ja. Genau, wir machen weiter. Mal schauen, wie leicht, glaube ich, die Leute hier sind. Ich werde danach auch in den Global Chat gehen. Aber ja, genau, ich frage erstmal sie. Wobei ich nicht glaube, dass sie Level 4 ist und ich glaube, eher neu ist. Denke ich eher nicht, dass sie mich kennen wird. Aber ja, ich frage erstmal hier ein paar Leute. Ich kann ja noch nicht zu Steves Farm, deswegen kann ich nur hier die Leute fragen. Aber ich bin gespannt, ob ich hier auch ein paar Leute finden kann. Und ja, okay, die eine hat sich gerade ausgeloggt. Ich würde sagen, ich schreibe mal im Globi was. Ich schreibe mal diese dieses Offline. Ich schreibe erstmal ganz gechillt Hi. Ah, da ist eine. Sehr schön, Level 21. Sehr cool. Ich suche erstmal ein paar Spiele. War gerade... Ja, da... Ich lade einfach mal random ein paar Leute ein. Okay, ich bin gespannt. Okay, da habe ich noch eine. Josephine. Kann die mich kennen?
Ja, ich. Nee, okay, die glaube ich kennt mich eher nicht. Sie könnte mich noch kennen. Ich lade einfach mal ein paar random Leute ein, okay? Okay, nee, ich möchte die Leute jetzt eigentlich nicht belästigen. So, ich frage sie mal. Also, die Leute sind schon mal ziemlich nett, muss ich schon mal ganz ehrlich mal sagen. Okay, ich bin gespannt, wer wir als nächstes antworten wird. Und ja, ich werde natürlich dann auch noch in den Glowy gehen und mal schauen, was da abgeht. Okay, die Leute sind echt sehr, sehr. Keres kennt mich auch. Die lade ich als Freundin ein. Die kennt mich nämlich ganz si sicher. Die waren letztens in einem Stream dabei. Die kennt mich 100 pro. Ich schreibe jetzt einfach mal mit zwei gleichzeitig. Ich bin gespannt, was die Leute so schreiben werden. Oh mein Gott. Ich frage einfach direkt, ob sie die Person kennen, weil ich möchte kein langes Gerede drum machen. Sie hat geschrieben, nee, sorry, warum? Egal, wenn die Leute mich nicht kennen, ist egal. Ja, sie kennt mich. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob sie es mir glauben wird. Ich habe jetzt geschrieben, Antonia kennt mich nicht. Das bin ich cool. Ich nehme auf. Ich schreibe jetzt mal richtig provokant. Sie schreibt, okay. Ich schreibe, ich bin die echte. Ich glaube, sie kennt mich nicht. Ja. Warum auch immer, die gerade eine Runde um mir gegangen ist. Die werde ich auch gleich mal schreiben. So. Die kann ich von meiner Freundesliste löschen, weil die kennt mich nicht. Ich habe gerade geschrieben, ich bin die echte. Irgendwie kommt es mir so vor, als würde die mir das glauben. Aber ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie Angst, dass die mir das echt glaubt. Keres, Grüße gehen an dich raus, wenn du das Video siehst. Schade, dass die Leute so leichtgläubig sind, Alter. Ich glaub's nicht. Die Leute sind so leichtgläubig. Oh mein Gott. Wow. Also ich hätte es nicht gedacht, dass Leute so leichtgläubig sind. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich frage sie einfach mal. Voll nett, dass sie fragt, ob sie mir helfen kann. Oh, das ist voll cutie. Ja, sie kennt mich. Ich schreibe einfach, das bin ich. Oh Mann. Die Leute fühlen sich so verarscht, glaube ich. Ich bin gespannt. Glaubt sie es oder glaubt sie es nicht? Cool. Oh Mann, was ist los mit okay, ihr war's bewusst, dass ich sie teste. Okay, das ist schön. Ich schreibe jetzt einfach mal provokant in den Globi. Bist du eigentlich in einem Club? Nein. Ich schreibe einfach mal sehr, sehr provokant in den Globi. Okay. Da schreibt eine echt. Scheiße. Mann, Leute, warum glaubt ihr? Leute, warum ke Scheiße, warum glauben die mir dir da?
Warum glauben die mir das? Hä? Ich habe immer gesagt, ich habe nur Sheila Summer Way und Mandy Puppy Rares Zweit-Account. Warum? Hä? Ich warte einfach mal, ich würde sagen, ich warte einfach mal ab. Wow, also ich bin gerade irgendwie geschockt. Ich kann es irgendwie gerade nicht glauben, wie viele Leute mir das geglaubt haben. Ich habe, glaube ich, sechs, sieben Leute angeschrieben. Und auch zusätzlich im Globi. Und jeder hat es mir einfach geglaubt. Also ich bin gerade echt, also ich werde SSO auch nach dem Video anschreiben, ob sie den Account vielleicht löschen wollen. Also beziehungsweise ich werde nie mehr online gehen auf dem Account und SSO wird den wahrscheinlich dann eh von selbst löschen. Ja, bitte Leute, glaubt sowas nicht, wenn jemand sowas sagt. Wow, also das nimmt gerade ein erschütterndes Ende. Also. Ich hätte nie gedacht, erstens mal, dass mich so viele Leute kennen, finde ich erstmal cool. Es hat mich eine nicht gekannt, aber ich finde es echt erstaunlich, wie leichtgläubig Leute in SSO sind, wenn ich mir einen Account erstelle und sage, ja, ich bin Luciana Lionsister und das glauben alle. Also nicht, dass ihr das jetzt machen sollt nach dem Video, ich wollte nur mal testen, wie Leute darauf reagieren. Ich werde definitiv nochmal so einen Test machen, nach circa einem Monat, 2 Monate und so und schauen, ob sich's gebessert hat. Ich weiß gerade echt nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Ich bin gerade sehr, sehr traurig, erstaunt, wie viele Leute sowas glauben. Und ja, also bitte Leute, glaubt sowas nicht. Ich habe meine Zweitaccounts, wo ich hier die Namen jetzt nochmal hinschreibe, Sheila Summerway und Mandy Puppy Ray. Mehr Accounts habe ich nicht. Bitte glaubt nichts. Also mein Hauptaccount und die zwei. Bitte glaubt nichts anderes. Trotzdem sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Ist ein interessanter Test, den wir das nächste Mal auch wieder machen werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!